weil ich am Samstag gearbeitet habe, nehme ich mir den Montag heute frei. Das heißt, ich werde einfach den ganzen Tag heute im Bett chillen und nichts tun. Ist natürlich absoluter Quatsch. Also ich habe frei, das stimmt, aber ich werde natürlich nicht nichts tun, sondern den freien Tag vor allem dafür nutzen, ein paar Van-Themen voranzutreiben, denn wir haben einiges auf der To-Do-Liste. Step Nummer 1 ist zum Beispiel. Beim ersten Schritt muss ich die Karre als Wohnmobil zulassen. Das heißt, aktuell noch eine LKW-Zulassung. Wir brauchen jetzt eine Wohnmobilzulassung. Ich habe eigentlich alles, was ich dazu brauche. Trotzdem kann das jetzt entweder heißen, ich bin in 5 Minuten raus, weil ich habe einen Termin. Es kann aber auch heißen, ich bin den ganzen Tag hier oder muss sogar noch mal kommen. Everything is possible. Und aus Erfahrung weiß ich, die mögen überhaupt keine Kameras da drin. Das auf dem Amt ging jetzt ungefähr eine Stunde, was okay ist, würde ich sagen. Ich hätte irgendwie gedacht, es geht vielleicht ein Ticken schneller, aber whatever. Der nächste Step führt zum Van. Also wir machen ja gerade so die erste Van-Mini-Vorbereitungs-Einrichtungstour. So mit Besteckschublade einrichten, bisschen Deko-Elemente, schon mal die ersten Sachen zuschneiden. Karina hat sich hier so rutschfeste Matten für die Schubladen. Sich? Uns. Sie hat uns so rutschfeste Matten für die Schubladen geholt, die haben jetzt zugeschnitten. Die ersten süßen Sachen aufgehangen. Ich gucke gerade so ein bisschen, wo kann man die Longboards zum Beispiel hinpacken. Und einfach so ein bisschen anfangen auszuprobieren und einzurichten. Ja, wir hatten hier dieses Weinregal, wie es jetzt einfach heißt. Und dann hat Karina so Truhen, nenne ich es mal, gefunden, die hier ziemlich genau reinpassen. Bräuchte aber eigentlich noch so eine Art Henkel, ne, dass man es besser rausbekommt. Guck mal, hier ist an der Seite so ein Henkel. Der ist jetzt zwar nicht so schön, aber das könnte man da vorne dran machen. Stimmt, damit man nicht immer so... Weil das finde ich ein bisschen nervig, genau. Ja. Genau, und das machen wir gerade so ein bisschen rumtesten, rumprobieren, einrichten. Soweit alles gut? Yes. Achso, und ganz wichtiges Ding, ich habe die Scheibenwischer auch ausgetauscht. Weil abseits davon, dass es natürlich Sachen gibt, die wir Camper-Van-mäßig vorbereiten müssen, gibt es auch Sachen, die einfach das Auto noch an Defiziten hat. Zum Beispiel waren die Scheibenwischer einfach völlig oll. Sind jetzt neu. Und unsere Scheibenwischflüssigkeitsanlage, also der Schlauch von der Scheibenwischflüssigkeit, ist gerissen. Ja, sollen wir das jetzt hier nochmal ausprobieren? Ich gucke unter dem Auto, ob da was da passiert dann. Müssen wir auch noch fixen. Und dann gehe ich sehr ungewohnt mitten am Tag eine Runde Sport machen. Erste Fakt meines Lebens. Ich bin hier gerade so am Joggen auf dem Laufband. Und plötzlich bleibt das Ding einfach stehen, out of nowhere. Eine Fehlermeldung. So kann man den Puls auch hochtreiben, ne? Schlecht. Sonne.
Sport so mitten am Tag, muss ich zugeben, super ungewohnt, fühlt sich ein bisschen komisch an, aber geil, es so stressfrei unterbringen zu können. Und ganz im Ernst, wie läuft's mit eurer 10K Everyday Challenge? Gibt's irgendjemanden oder, weiß ich nicht, habt ihr euch davon inspiriert gefühlt? Macht ihr mit? Versucht ihr auch 10.000 Schritte jeden Tag zu bekommen oder zumindest so nah, wie es geht, ranzukommen? Ich schaff's auch nicht jeden Tag, keine Frage. Aber an Tagen, an denen ich es schaffe, irgendwie joggen zu gehen, bin ich halt schon relativ nah dran. Ich mache jetzt nicht viel, ich mache irgendwie so 25 Minuten Joggen vielleicht und komme dann direkt auf 5.000 Schritte. Das heißt, wenn ich das morgens mache, habe ich mein Ziel schon halb geschafft. Wie ist bei euch? Ich schwöre, ich bin hier durch Zufall gelandet. Ich will nur was abholen. Ich arbeite heute nicht, wirklich. Ich mein's ernst, ich hau's direkt wieder ab. Hallo. Mir ist nur eine Sache aufgefallen im Vlog von gestern, als ich für Joscha das hier gedreht habe. Dass wir gar nicht erzählt haben, worum es überhaupt ging, Joscha. Ja, wir haben mit der Band aufgenommen im Studio in Düsseldorf und haben das Ganze halt festgehalten als Videosession für YouTube, um mal wieder ein bisschen was veröffentlichen zu können. Wir haben 3 Songs aufgenommen und ich glaube jeweils so 3 Takes gemacht. Das heißt, wir haben ja 6 Kameraeinstellungen, weil du und Vanni beide gefilmt habt, pro Song. Und das ist schon echt cool. Genau, das haben wir getan. Und jetzt schneide ich das. Ja, nur deswegen als Addendum zu gestern. Und ja, ich hole jetzt wirklich nur den Laptop und bin wieder weg. Tschüss. Als Addendum zu gestern. Hast du mal wieder einen Duden gefrühstückt? Ja, es ist so, hast du keinen Word of the Day-Kalender? Nein. Nee? Ich auch nicht. Ich finde, Addendum klingt nur so intelligent. Ich finde, Addendum hört sich an wie irgendein Römerlager, was die Gallier bedroht. Ja, intelligent. Tschüss. Bis morgen. Eine Sache, die ich als allererstes gelernt habe, als ich aus der Ausbildung in die Selbstständigkeit, also in die Vollzeit-Selbstständigkeit gewechselt bin, ist, dass es krass ist, wie viel man an einem Tag schaffen kann. Ich weiß auch, dass damals so die Energie ein ganz, ganz hohes Level hatte und ich nicht mehr von meinem Ausbildungsberuf eingenommen war zeitlich, sondern ich konnte einfach nur Sachen machen, die ich machen wollte oder musste. Und ich war einfach so geflasht, wie viele Sachen man an einem Tag schaffen kann. Ja, und manchmal an Tagen wie heute denke ich das immer noch. Oder wieder. Das ist so dieses Ding von, wenn man einfach anfängt, Dinge zu tun, ist so viel Zeit an einem Tag. Es ist nie genug, verstehe mich nicht falsch. Es ist nie genug Zeit, aber es ist sehr, sehr viel Zeit. Und ja, ich habe jetzt immer noch genug Zeit, um zu chillen. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich mache jetzt einfach einen richtig chilligen, restlichen Tag. Du hast denn viel geschafft heute. Ich wünsche euch allen genau das gleiche. Geile, produktive Tage mit genug Zeit zum Chillen.